Ja, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Ja, ich dachte mir jetzt zum Jahresende ist es mal Zeit für so eine kleine, ja, Zusammenfassung, was so bisher passiert ist. DSA ist ja nun doch auch schon ein bisschen älter. Auch die DSA 5 Edition ist ein bisschen älter geworden. Die reift ja und dementsprechend gibt es ein paar Abenteuer, die dann publiziert worden ist und ich wollte die einfach mal in so einen kleinen Kontext setzen. Ich habe mir jetzt einfach mal alle bisher erschienenen Abenteuer im Stand Mitte Dezember 2018 habe ich einfach mal auf eine Karte gezogen mit dem Cover und da habe ich dann erst einmal getrennt und zwar nach den Heldenwerk-Abenteuern. Die könnt ihr dann auf der linken Seite finden und dann auf den, naja, nach den richtigen Abenteuern. Sprich, das ist dann die DSA 5 Hauptreihe. Und da können wir natürlich auch so ein bisschen reinzoomen. Das werden wir gerade einfach mal ein bisschen tun. Wir fangen einfach mal hier unten im Süden an. Ja, es gab vor einiger Zeit Kitakabra. Das wurde in Norduturien gespielt. Da ist natürlich die Frage, inwiefern man in Norduturien spielt. Die Publikation bzw. das Setting wird ja zurzeit nicht wirklich weiter verfolgt. Ich kann das schon verstehen, dass man dann eher die Hauptreihe so ein bisschen pflegen will und dann hat man mit so einem kleinen Heldenwerk-Abenteuer, 16 Seiten, hat man dann versucht, das Ganze ja nicht tot zu reden, sondern damit man dann eben immerhin noch was ja rausbringen kann. Also spielt dann selber hier nicht bei Altum, sondern es spielt dann eben in Norduturien, sprich man fährt weiter nach Süden, in Südmeer runter und ja, da beginnt man dann Kitakabra und kann da in einen Dungeon vordringen. Ja, ansonsten Sklaven für eine Nacht, das spielt dann in Alanfa. Wir gehen weiter nach Norden. Wir haben dann ein Abenteuer auf Maraskan. Das ist dann das Heldenwerk-Abenteuer 13. Wir haben jetzt ganz frisch südlich von Kunchum auf einer Reise Richtung Alanfa. Irgendwo dort kann dann die Nachtschwarze See gespielt werden. Wir haben den dunklen Manadi, der hier dann ja natürlich am namensgebenden Manadi spielt. Und wir haben dann den Tyrannenmord, der hier irgendwo bei Raschthul und Merwed spielt, irgendwo hier im Gebirge. Wo genau das stattfindet, könnt ihr dann für euch selbst beschließen. Wir haben dann hier natürlich auch noch relativ frisch ein Fest für die Augen. Das spielt dann hier in Oron, Zorgan, Elberum, Janka ist eigentlich ist es fast egal, wo es spielt, aber ja, es hat halt die oronischen Überbleibsel, dementsprechend Elberum. Ansonsten, wir gehen einfach mal auf die westliche Seite nach links. Wir haben in oder bei Arivor haben wir dann das großartige gekreuzte Klingen. Da wurde ja eine Umfrage gestartet, wie es hier weitergehen soll, ob es weitergeht, Tage der Leuen 1. Da warten wir natürlich auf den zweiten Teil. Schauen wir mal, was da passiert. Hat zumindest dann eben mit den Überbleibseln gespielt, als dann die Stadt zerstört worden ist. Die gehäutete Schlange in Winsald. Wir gehen weiter nach Norden. Ja, blutiger Wein irgendwo in Almada. Wir haben dann hier noch sowohl Hexenreigen, das war meines Wissens das erste, und den Apfelwurm von Alriksfurt spielt irgendwo im Mittelreich. Ich habe das jetzt einfach mal hier in diese Richtung gezogen, Garätien. Ansonsten, wir haben hier ein bisschen Nostria, wir haben Südtorval. Ihr könnt euch das hier selber ansehen. Hier fällt auf, es ist eine ganze Menge in Festum passiert. Und ich muss gerade gucken, hier oben spielt noch nichts, aber wir haben hier einen großen Batzen in Festum. Und wenn wir einfach mal rübergehen zu den anderen Abenteuern, zu den richtigen Abenteuern der Hauptreihe, das ist jetzt der gleiche Kontinent. Die gleiche Karte, aber eben mit anderen Token. Und da kann man dann eben auch sehen, dass hier in Festum das relativ viel ist. Viel im Bornland, viel im ewigen Eis. Wir haben dann hier oben auch nochmal eine ganze große Kampagne, die dann um Friesow losgeht. Habe ich ja auch schon einmal rezensiert und noch einmal besprochen. Das geht dann hier eben im gesamten Bereich weiter. Aber es fällt auf, es ist echt viel im Bornland los. Das Erwachen des Bornlandes. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wie man dazu gekommen ist. Klar, also eine Kampagne an sich ist ganz schön, wenn man die in diesem Gebiet spielen lässt und man sich da auch nicht so weiter fortbewegt, sondern dass man da dann was bewirken kann und dann auch sieht, dass da irgendwas passiert ist. Man zieht da so ein bisschen rum und ja, wie gesagt, die ganze Theaterritterkampagne spielt dann eben in diesem großen Bereich. Was noch dazu kommt, ist dann die Quelle des Nagrach. Das war ja mal ein Beta-Abenteuer, wurde da so ein bisschen getestet und das ist dann natürlich auch nochmal mit überarbeiteten Regeln für die DSA 5-Version angekommen und das spielt auch im Bornland. Ich finde das ein bisschen schade, dass der Fokus hier so oben im Norden ist. Immer so Schnee und Eis. Mir persönlich gefällt das ab und zu mal für ein oder zwei Abenteuer, aber
Es wirkt dann doch schon sehr bedrückend. Daher, ich mag es lieber, wenn man dann ja so eine richtig schöne, weiß ich nicht, Strandstimmung oder sowas hat. Naja, also ich meine, Festum ist natürlich auch so ein bisschen am Meer gelegen, aber wenn ich an Strand denke, dann will ich natürlich unter Palmen liegen und da dann meine Abenteuer erleben. Aber das ist eine subjektive Einschätzung. Mir fällt einfach nur auf, dass gemeinsam mit den Heldenberg-Abenteuern, die dann die Kampagne so ein bisschen gestützt haben, dass es dann hier einen großen Fokus gibt. Ansonsten auch hier Lowang. Jetzt gab es da auch eine weitere Kampagne, die müsste ich jetzt noch einfach mal verbinden. Das habe ich ja bei den anderen auch gemacht. Das war die zweite kleine Kampagne. Zusammen dann mit ja, der Verschwörung der Magier, wo man dann die Rolle eines solchen übernehmen konnte. Wir haben dann hier in Rot gekennzeichnet eine Anthologie. Das sind dann also kleinere Abenteuer, die in einem großen Werk gesteckt haben. Da ging es irgendwo um den Finsterkamm und die Burg, die man da besetzen konnte. Wir haben für die Andergast und Nostria-Box haben wir zwei Abenteuer hier. Jetzt haben wir auch schon zusätzlich zu der Havena-Box gab es auch vorher schon das Solo-Abenteuer. Ich scroll da weiter ran. Der Vampir von Havena. Wir haben dann hier auch eine Anthologie. Auch die hat dann hier gespielt. Das gab es mal in einem aventurischen Boden. Auch das habe ich rezensiert. Und hier ist dann natürlich mittlerweile auch ein großer Fokus zusammen mit der Box auf Havena. Wir haben jetzt die Flusslande, die wurden hier besprochen. Wir haben dann hier so ein bisschen Albernien, auch hier weitere Anthologie und Offenbarung der Himmel. Also man kann schon sehen, es ist ein sehr, sehr großer Fokus auf den, ich sag einfach mal, europäischen Abenteuern, mitteleuropäischen Abenteuern. Das hier ist natürlich ganz klar Russland, Russland-Setting. Hier haben wir dann ja, Tobrien, das sind jetzt, ich scroll gerade mal für euch ran, das ist einmal dieses Escape Room-Szenario und hier haben wir das Solo-Abenteuer, was irgendwo in Schwarz-Tobrien spielt. Wo genau ich das jetzt hinschieben wollte, sollte, weiß ich nicht genau. Es ist halt irgendwo hier mit einer Schlacht, die nicht wirklich weiter bestimmbar war. Ja, Namenlose Nacht ist auch übernommen, damals als DSA 4.1 Abenteuer, großartig, jetzt auch noch mit schöner Bebilderung, hat er viel Neues bekommen, finde ich gut, dass das aufgelegt worden ist, vor allem, weil ich auch die Stadt Gareth selber mag, ja, in Gelb jetzt nochmal gekennzeichnet, Niobaras Vermächtnis, keine Anthologie, aber eine Abenteuerpublikation, die in Gesamtaventurien einfach rumreist und da kann ich das nicht an verschiedene Orte schieben. Ich würde jetzt natürlich jeden Ort einzeln auflisten, aber da ist man so kurz. Es ist einfach eine Rundreise und dementsprechend habe ich sie einfach in die Mitte geschoben. Oh ja, jetzt können wir hier sehen, viel um Belhanka herum. Da haben wir auch schon ein paar Heldenwerk-Abenteuer zu gehabt. Aber jetzt dann gemeinsam mit dem, ja, mit der anderen Box, die im Crowdfunding kam, die Wege der Vereinigung. Auch hier gab es dann viele Abenteuer um Belhanka, die Stadt der Liebe herum. Wir haben hier auch Unheil von Erebor eben schon angesprochen mit dem Heldenwerk. Ja, ein bisschen was im Grangor. Und ja, ansonsten haben wir hier eine Anthologie, hier und hier. Und im Süden fehlt was. Und da finde ich das so ein bisschen schade. Warum mache ich jetzt diese Zusammenfassung? Einfach mal, um uns nochmal anzusehen, inwiefern es jetzt Publikationen gab. Ich kann das auch gleich noch einmal nehmen und rüberschieben. Dann können wir uns einfach noch mal angucken, wo noch was fehlt. Ich finde, hier in Al-Anfa fehlt was. Es war ja mal lange Zeit angekündigt, eine große Al-Anfa-Kampagne. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es da etwas zu gibt, weil die Stadt einfach so sehr anders ist in meinen Augen. Wir können dann auch gerne noch mal so ein bisschen in die Sümpfe vorstoßen, nach Brabak, meinetwegen auch noch nach Hoth-Alem. Hoth-Alem, die alemitische Bucht. Sylla und Charybdis sind zwei unglaublich interessante Städte und Altair auch. Ja, ich würde mich auch so ein bisschen freuen, wenn mal die Charybdis so ein bisschen ja, zusammenrückt und man da so ein paar Seefahrtsabenteuer drum spinnen kann, denn die Kemi waren bisher sehr unterrepräsentiert, obwohl die viel Potenzial hätten. Da würde ich mich also auch sehr freuen, wenn da ein bisschen was zu käme. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Seefahrt, aber ja, nach Bahamuts Ruf und dem Jahr der Fluten kam ja dann doch ein bisschen weniger, sag ich einfach mal. Also es gab jetzt hier, wie gesagt, dieses Heldenwerk-Abenteuer, die Nachtschwarze See. Die findet ja irgendwo hier zwischen Kunchum und Al-Anfa statt. Also wenn man das sich einmal so ansieht, ich werde das jetzt einfach tun, wie eben angekündigt. Ich mache einfach nochmal die Heldenberg-Abenteuer, die färbe ich nochmal anders ein. Gebe den einfach mal immer gelb und dann schiebe ich das einfach mal rüber. So sollte das ungefähr passen. Und dann können wir uns nur noch auf diese Karte hier einmal konzentrieren.
Mir fehlt ein bisschen was zu Maraskan. Ich mag die Insel unglaublich gern, auch wenn Spieler die echt verabscheuen. Das liegt aber daran, dass sie einfach gefährlich ist. Ich mag Kunthium sehr gerne, ich mag Selem unglaublich gerne. Die Koom-Wüste ist leider auch wenig bisher bespielt worden. Wüstenabenteuer sind natürlich auch ein bisschen schwieriger, denn, naja, was macht man? Eigentlich macht man immer das Gleiche: Durchreisen, auf Wassersuche sein. Ab und zu wird man mal von einem Tiger angegriffen oder von ein paar Hyänen und vielleicht hat man noch mal ein bisschen Kontakt mit den Wüstenvölkern. Die Filiasson-Kampagne war ja auch in der Koom-Wüste, die hat da hervorragende Abwechslung gehabt. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, wenn man hier so ein bisschen Farbe noch reinbringen könnte und also ein bisschen sich von Klischees lösen könnte. Ja, die Novadis einfach noch ein bisschen stärker einfärbt, denn hier ist echt viel los und da könnte man vielleicht so ein bisschen was begrünen, würde ich sagen. Weiß ich nicht, vielleicht, dass dann ein Sphärenriss passiert und dann haben wir hier Dschungel, also so richtig schönen Dschungel. Ich denke da so ein bisschen dann auch die Drachenkrone-Kampagne. Ja, wir haben ja hier unten in den selenitischen Echsen-Sümpfen haben wir auch so ein bisschen was, aber ich denke hier richtig schön an Dschungel und Urwald und Palmen und alles ist riesig und grün und macht Spaß. Dass sie hier einfach nicht so eine leere Fläche haben, die hier einfach nicht genutzt wird. Ich finde das ein bisschen schade. Würde mich hier sehr freuen, wenn wir weiter im Süden ein paar Abenteuer bekommen. Wie gesagt, mit der Alanfa-Kampagne. Die kann dann hier auch sehr groß werden. Aber wenn wir uns das einfach mal ansehen, es ist viel im Norden los. Es ist echt viel im Norden los. Wie gesagt, hier eine große Kampagne, hier eine große Kampagne, hier nochmal ein Zweiteiler. Dann hier ein Havena. Also. Hier oben ist es kalt und hier ist es halt regnerisch und mir fehlt die Sonne. Wir können natürlich auch so ein bisschen nach Belhanka gehen, aber ja, klar, so ein bisschen griechisches Setting mit den Zyklopeninseln. Ich glaube, die wurden auch in den DSA 4.1-Kampagnen sehr vernachlässigt. Das wären so ein bisschen meine Wünsche für das Jahr, weiß ich nicht, 2019, 2020. Ich bin mir auch ganz sicher, dass Ulysses sich da freuen würde, wenn man hier Abenteuer einreicht. Ich weiß, dass der Autor bzw. derjenige, der das so ein bisschen verwaltet, welche Abenteuer denn Potenzial haben, das ist der Christian Nehling, es ist ein Freund von mir, der arbeitet für Ulysses so ein bisschen und der könnte sowas durchwinken, prinzipiell. Und da würde ich mich zumindest sehr freuen, wenn Ulysses das dann eben auch sieht. Also dieses Video jetzt hier, das ist auch keine negative Kritik, es ist einfach nur eine ganz objektive Betrachtung, was ist bisher erschienen. Wir haben viel im Norden, wir haben hier ein bisschen was mit Küste und Süden. Was mir jetzt noch fehlt, ist einfach ja, so ein bisschen Sonne. Ich würde mich sehr freuen über Fasar, über die Kom, dass die so ein bisschen begrünt wird, aber zu dem Metaplot generell, was ich mir so wünschen würde, komme ich glaube ich nochmal in einem ganz anderen Video. Ich glaube, das sollte ich jetzt hier nicht reinstecken. Was ich vielleicht noch hätte mit dem Metaplot vor, ich kann auch nochmal ein bisschen zusammenfassen, worum es dann in diesen einzelnen Abenteuern ging, denn der Namenlose und die Sternenlehre steht ja jetzt ganz klar im Fokus zurzeit. Das kann ich alles noch mal ein bisschen zusammenfassen, was bisher so passiert ist. Metaplot-technisch viel wissen wir nicht. Da kommen dann natürlich auch noch mal die aventurischen Boten dazu. Aber das ist so ganz generell das, was jetzt seit 2015 für DSA 5 erschienen ist. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. Wir haben hier im Süden, wie gesagt, unten so ein bisschen Uturia. Myranor hier im Westen ist bisher ganz tot, leider. Wir haben im Osten haben wir das Riesland oder Rakshasa, das ist ja Fanmade, da kam auch nix, ganz, ganz lange nix. Ja, muss Ulysses sich auch nicht darum kümmern, das ist nicht deren Aufgabe. Tarun ist dann irgendwo da drunter, die Hohlwelt. Die könnte, glaube ich, bereist werden über die Zyklopeninseln, beziehungsweise die springenden Inseln. Darüber könnte man dann nach Tarun vordringen, aber auch das soll jetzt keine Baustelle sein, das ist nicht so wichtig. Ich finde erstmal, dass Aventurien gut bespielbar ist, dass man hier ja viele Settingboxen bekommt. Wir sind die Regeln sollten, glaube ich, mittlerweile alle so da sein. Wir haben jetzt noch Aventurische Magie 3 bekommen. Wir haben, glaube ich, alle Götterbände. Meines Wissens könnte und sollte es jetzt losgehen mit den Regionalspielwerken, auf die ja auch eigentlich alle DSA 4 warten. Denn es gibt ja auch viele, die von DSA 4.1 nicht rübergekommen sind. Muss auch gar nicht. Ich will jetzt gar keinen Editionsstreit lostreten. Das ist komplett sinnlos. Ich werde hier nicht bashen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber all diejenigen, die noch immer 4.1 spielen, können ja auch weiterhin die Abenteuer spielen. Die warten dann nicht auf so Regelbände. Die warten jetzt einfach auf die Regionalspielwerke. Wie hat sich irgendwas verändert?
Und da sind dann die Flusslande sicherlich auch sehr interessant, denn da werden dann alte NPCs noch wieder aufgegriffen. Ich denke da an die Baronin, die Borbaradianerin, die dann den Kosch in die Luft gejagt hat, zusammen mit dem Allergrim. Ja, und ich würde mich einfach freuen, wenn mit den großen Kampagnen jetzt Metaplot kommt und Regionalspielwerke. Und das ist so meine Zusammenfassung von nicht nur diesem Jahr, sondern den letzten Jahren. Der Freund Fexarius hat das ja auch schon mal getan, hat das auch schon mal gemacht und eine große Zusammenfassung gemacht, was bisher geschah. Und das soll hier eben auch nochmal passieren. Wie gesagt, mit Hilfe dieser Karte von Aventurien, dass man sich das mal so ein bisschen ansehen kann, was das bisher überhaupt erschien und wo ist es erschienen. Ja, natürlich hier im Gjallarhorn fehlt auch noch ein bisschen was, die Fjaninger, aber ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge schon im Norden bekommen und ich glaube, da braucht man sowas nicht. Mir wäre es, wie gesagt, jetzt wichtig, wenn so ein bisschen südlich der Linie vom Rastulswall ein bisschen was kommt, denn wenn wir hier so eine diagonale Linie ziehen, kann man schon sehen, dass da leider noch nicht so viel gekommen ist und das wäre jetzt so mein Wunsch. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Meine Zusammenfassung, so ein paar gedankenlose Fetzen. Wie gesagt, zu dem Metaplot kann ich sowas auch nochmal machen, wenn euch das interessiert, was ich so geplant hätte mit dem Namenlosen, mit dem Metaplot, mit den Göttern, vielleicht auch mit der Kurmwüste, wo man noch hätte ansetzen können. Wir haben ja auch also im Prinzip, wenn man sich an die Bücher hält, dann haben wir eine unglaublich gigantische Ork-Armee, die seit, ich weiß nicht, 10 Jahren darauf wartet, endlich losschlagen zu können. Der Alka-Brasoak sammelt Karma ohne Ende. Wir haben jetzt eine ganze Menge schon mit der Kampagne hier gehört zu den Orks. Aber das war ja ein zweiter Anführer. Und wir haben immer noch einen großen Anführer, der immer noch Karma sammelt und da könnte man sicherlich auch noch was tun und ich würde mich auch freuen, wenn es dann diesen Exotenstatus nicht mehr gäbe, sondern man die Orks normal integrieren kann, Goblins dann eben normal integrieren kann in eine Gruppe, meinetwegen auch Echsenmenschen, ohne dass man schief angeguckt wird. Das geht natürlich nicht einfach so, das braucht viel Zeit, dass man das dann ordentlich macht, aber das wäre so ein bisschen mein Wunsch und das werde ich dann nochmal in einem weiteren Gedanken formulieren, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, ich werde euch nicht weiter, ich werde das Video nicht weiter schrecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für das Zuhören meiner Gedankengänge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.